Moin Leute, damit ich mich mit dem dritten Teil Rechtsextremismus heute die älteren Kameraden, die ich beeindrucken wollte und die Kneipe, ein wesentlicher Grundstein bei mir in den Weg in den Rechtsextremismus, in die Spirale der Gewalt, der Fremdenfeindlichkeit hat natürlich das Umfeld gespielt. Und Lübeck hatte damals eine recht große, gewachsene rechte Szene, politisch und aber auch Gewaltszene. Zum Fußball kommen wir später. Und wir hatten dann als junge Kameraden, hatten wir sehr schnell natürlich Namen gehört, die in Lübeck fast in Ehrfurcht ausgesprochen wurden. Ja? Und recht schnell hatte man dann rausbekommen, wo diese Person abhing und so weiter. Und Lübeck hatte damals eine Kneipe, die hieß Onkels, das Onkels. Dort wurde fast ausschließlich Onkels gespielt. Es gab dann auch mal Zeiten, wo dann nachts andere Musik gespielt worden ist, aber nie zu radikal. Also auch mal, aber schon sehr rechtslastige Musik, die da gespielt worden ist. Troopers oder so wurde auch mal gespielt, aber hauptsächlich halt Onkels, wie der Name halt von der Kneipe so rüberkommt. Und die war mitten in Lübeck in der Innenstadt. Man musste so einen Gang hochgehen. Die war im ersten Stock. Sehr dunkel, sehr düster mit dem DJ-Pult, ein Tresen. Der Wirt war so ein langhaariger, etwas ungepflegterer Wirt, nach meiner Meinung, so habe ich ihn empfunden. Und da hingen halt viele aus der Skinhead-Szene rum, aus der politischen Szene. Dort hat man sich getroffen, auch nach den Fußballspielen vom VfB Lübeck. Dort hat man sich getroffen und wir haben uns dann irgendwann auf den Weg gemacht und haben beschlossen, dann halt auch mal in diese Kneipe zu gehen. Ja, wir wollten raus aus unserem miefigen kleinen Umfeld und wollten diese Personen kennenlernen, wo wir gehört haben, die fahren auf Konzerte, die sind aktiv zumindest und die sind gefürchtet. Und das hatte eine sehr große Ausstrahlung auf mich. Ja, also ich wollte auch irgendwie immer aufsteigen. Das hat mich mein Leben lang so begleitet. Das wurde auch schon diagnostiziert, wenn Leute hier in diesen Kopf reingeguckt haben und so weiter. Aber gut, muss man immer gucken, was da dran Wahrheit ist und was nicht. Aber ja, das kann ich wirklich sagen. Ich wollte dann mächtigere Leute kennen. Ich wollte auch mit denen zusammen einen Satz erwähnt worden und ich wollte mir selber auch einen Ruf erschlagen damals. Ja, also so hart das klingt. Heute, wenn ich darüber nachdenke, dann leuchtet mir das ein und natürlich weiß ich dann auch, wie dumm das ist. Aber ich hatte keine andere Möglichkeiten. Die Schule lief zu diesem Zeitpunkt nicht so gut. Zu Hause war scheiße und so weiter. Und das Einzige, auf das ich bauen konnte, war diese Optik. Ich war schon in meinem kleinen Umfeld hier als Schläger bekannt in einem kleinen Dorf. Und jetzt wollte ich halt eine Stufe aufsteigen und die Großen kennenlernen und mit denen abhängen. Und wir sind dann zu dieser Kneipe gefahren. Manchmal mit Fahrrädern, man muss sich dieses Bild so vorstellen, man steigt auf dieses Fahrrad auf und man hatte dann damals so die Jeans hochgekrempelt, man hatte Stiefel an, man hatte eine Bomberjacke an, darunter ein T-Shirt mit schwarz-weiß-rot und dann mit so einem Damenfahrrad mit einem Bier in der Hand in die Stadt gefahren. Ist schon ein recht lustiges Bild, aber für die Leute, die es gesehen haben oder die Angst vor mir hatten als Person, ist es natürlich nicht lustig. Also heute, wenn ich so jemand hier vorbeifahren sehen würde, würde ich aus dem Schmunzeln nicht rauskommen. Aber gut, waren auch andere Zeiten, wir reden immer noch über irgendwie 94 oder so, also da war noch alles ein bisschen anders, die Subkulturen waren noch anders, es gab auch eine stärkere Punk-Szene, eine stärkere linke Szene in Lübeck und die ersten Banden kamen hoch, auch mit Migrationshintergrund, auch das kann man erwähnen und da gab es viele Clashes in der Stadt, wo man aufeinander getroffen ist und dann gab es halt auch Gewalt und so sind wir halt los, wir sind dann entweder mit dem Bus gefahren, haben vorher zu Hause irgendwo bei jemandem vorgetrunken, ja, weil wir hatten natürlich auch nicht so viel Geld, haben dann Dosenbier getrunken oder Schnaps getrunken und so weiter und sind dann in die Stadt los. Immer relativ früh. Der Laden hat ja auch erst 20 oder 21 Uhr aufgemacht und da standen wir meistens schon davor und haben dann schon gewartet. Und man geht da so fast mit Ehrfurcht hin, man verkleidet sich fast so, um den älteren Kameraden zu zeigen, ja, hier, das sind wir jetzt. Also man hatte sich das härteste T-Shirt rausgesucht mit dem härtesten Aufdruck, damit man besonders hart wirkt, ne? So Hosenträger, man hat sich so Fred Perry angezogen und Stiefel hoch und Schnürsenkel vorher nochmal gewaschen. Also peinliches Zeug, wenn ich da heute nur drüber nachdenke, da komme ich aus dem Schmunzeln, fasse ich raus, aber es war leider Realität damals. Weil man wollte ja beeindrucken, wir wollten wieder gesehen werden, hey, schaut uns an, wir sind hier auch eine junge Truppe und mit uns ist auch nicht zu spaßen. Ja, also das war uns dann sehr wichtig und wir kamen dann so bei dieser Kneipe an. Ich erinnere mich noch so das erste Mal, wie so in diese Kneipe kam und man muss sich das vorstellen, auch wenn alle so politisch einigermaßen gleich
gleich ticken. Und das kann ich heute noch so beobachten, wenn man so sieht, so Veranstaltungen im Thema oder sonst was, wo sich dann so 5000 Nazis treffen oder so. Das ist auch ein Untereinander. Also nicht alle mögen sich nur, weil sie politisch rechts sind oder politisch links sind oder sonst was. Deswegen mögen sich noch nicht alle. Da gibt es viele einfach Antipathien, die, die persönlicher Natur sind. Einfach auch, ich kann dich nicht riechen oder ich mag dich nicht sehen oder du hast mal irgendwas gesagt, was mir nicht passt und so weiter. Also selbst in diesen kleinsten Gruppen bei Rechtsextremen oder bei Extremen oder so, da gibt es auch immer ganz schön viele Konflikte. Aber wir kamen dann rein und diese Treppe hoch und man ist so fast nervös, also das Adrenalin kommt schon da hoch. Wer ist da jetzt und wie werden wir aufgenommen und so weiter, müssen wir jetzt hier gerade machen. Und geil, jetzt sind wir so mittendrin, ja. Also die Gruppe redet sich dann da auch so rein und sagt so, ah, mega geil, dass wir jetzt hier sind, jetzt sind wir voll dabei und boah, und so will ich auch werden. Und wir hatten damals ja auch noch so keine Tattoos, hatten wir noch nicht. Und dann kamen wir rein und war da erstmal gar nichts los, ja. Dann so an den Tresen ran, so ganz cool, so erstmal, ich glaube, damals wurde da Holsten ausgeschenkt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es war so Holsten, diese 0,3 Flaschen. Und so ein Holsten hat da 1,50 oder 2 Mark gekostet, was heute 1 Euro wäre für die jüngeren Zuschauer. Also, und haben dann da erstmal Bier getrunken. Und dann füllte sich der Laden auch nicht. Und wir hatten natürlich auch schon stark getrunken und dann auf die Musik dann so abgegangen. Aber da war halt nichts los. Also da haben sich dann vielleicht dann so 8 Leute getroffen und von den 8 waren wir 4 oder 5 und von den anderen 3 ein Wirt und die 2 anderen wollten nicht mit uns reden. Aber wir hatten gehört, hier hängen halt auch krassere Typen ab und so weiter. Deswegen war der erste Besuch fast eine Enttäuschung. Aber trotzdem haben wir das für uns innerlich so verkauft. Ey, geil, wir waren jetzt an diesem Ort, der so verrucht ist. Ja, also da gehen wirklich nur Skinheads hin, da gehen nur Neonazis hin und so weiter. Da trifft man sich und nach dem Fußball und da sind nur die harten Kerle und wir waren jetzt da. Und wir sind dann wirklich da jedes Wochenende hingepilgert. Und das ist, muss man sich vorstellen, das ist wie ein langsames Kennenlernen. Ja, also dann sieht man das Gesicht einmal, sieht man das Gesicht dreimal, fünfmal und so weiter. Dann trinkt man Bier und auf einmal kriegt man auch mal ein Bier ausgegeben und dann kommt man so kurz ins Quatschen und wo seid ihr denn? Ja, wir kommen von da und da, ah, okay, alles klar, ja, ich hab schon von euch da gehört und so weiter, ja, Mensch, kommt doch mal rüber und dann Bier trinken und so weiter und dann wächst man da so langsam rein, also man muss da, das ist wie so ein langsames Kennenlernen auch, also wie es auch bei Rockerclubs nachher funktioniert und man stellt sich dann ja auch so dementsprechend da, man will ja was, man will rein bei denen, ja, man zeigt ja nicht sein wahres Gesicht in Gruppen, das ist ja immer nicht möglich, weil dann kommt man nicht rauf, man muss also eine Rolle da wieder spielen. Und ich habe ganz konkret da auf gewisse Leute geguckt, wo ich gedacht habe, geil, also die haben in Bands gespielt, das waren damals Bands in Lübeck aktiv, das waren auch große, zutätowierte, glatzköpfige Typen, die wirklich so Eindruck auf mich gemacht haben. Ich hatte jetzt nicht unbedingt nach der geistigen Elite gesucht, die war da auch schwer zu finden, aber es gab da schon auch Personen, das muss man immer ganz ehrlich auch sagen, es gibt auch in den extremistischen Strömungen, also auch da gibt es eine geistige Elite natürlich, also das immer abzutun, die sind alle doof, da muss man ganz vorsichtig sein, Leute, ja. Also auch da gibt es Menschen, die wirklich clever sind und argumentieren können und so weiter, muss man bei Diskussionen vorsichtig sein. Und dann gab es natürlich auch da Menschen, die auf mich so einen Eindruck gemacht haben und die konnten sich so verkaufen, die haben so einen Eindruck auf mich gemacht, ich bin da nach Hause, das war jetzt so, wo ich gedacht habe, so willst du auch sein und da an die musst du dich ranhängen. Und dazu muss man sagen, die haben natürlich auch geguckt, wen von den Jungen kann man da benutzen oder mit dem wen kann man da zu uns ziehen, um unsere Gruppen zu verstärken, weil alle diese Gruppen suchen ja immer danach, die Gruppe zu verstärken. Es nützt ja nichts, wenn man sagt, man hat eine Straßengang mit 2 Leuten, ja, geiles Duo, ja, oder ich bin eine Straßengang alleine. Das funktioniert nicht, sondern man braucht Manpower. Je mehr Manpower, umso besser, aber je mehr Leute, umso mehr Streitpotenzial, das sollte auch jedem einleuchten. Und ich war dann immer wieder da und ich fiel dann auch ein bisschen vielleicht dadurch auf, dass ich mich auch ganz normal ein bisschen artikulieren konnte und da gab es auch Menschen, die gesagt haben, ja, okay, lass kennenlernen. Und dann geht das von dieser Kneipe, geht das relativ schnell, dass man da auch mal eingeladen wird, ja, also es gab dann so Proberäume hier in Lübeck, wo dann so gewisse Bands geprobt haben, wo man dann hin konnte und da wurde dann halt rechte Musik gespielt und das war dann schon sowas wie eine kleine Adelung, ja, für so einen jungen Skinner, der so frisch dabei war und so weiter oder ein frischer Rechter, war das so eine Art Adelung, ja, ich darf jetzt so mit den Großen mitspielen, ja, dann sind wir da öfters mal hingefahren und sind so irgendwie mitgelaufen, ja, also man hat dann Bier mal ausgeben bekommen und wir hatten ja nun auch nicht viel Geld, aber es bahnten sich leichte Freundschaften an
Und natürlich immer auf der kleinsten Basis, auf Basis der Fremdenfeindlichkeit und des Nationalstolzes, haben wir uns zusammengefunden. Aber das war für mich egal. Ich hatte eine Gruppe gefunden. Ich war jetzt wäre jemand. Ich durfte bei denen dabei sein und das fand ich super und habe mich dem auch voll hingegeben. Und aber es war natürlich, was ich völlig ausgeblendet habe, es war natürlich klar, dass man auch irgendwie mit denen, die waren unterwegs, einige von denen hatten auch schon kurze Haftzeiten durch und viel Polizeiärger und so weiter. Und es war irgendwie klar, dass irgendwann auch der Tag kommen würde, wo auch ich mich beweisen müssen würde. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Führerschein. Jemand anderes, zu dem ich da hochgeguckt hatte, so eine kurze Zeit lang, der hatte schon Führerschein. Wir waren dann unterwegs. Der war auch, was war der vielleicht, 7, 8 Jahre älter. Sowas wie auch eine große Nummer hier in der Skinhead-Szene. Und da hing ich dann viel rum. Ich wurde abgeholt, ich habe alles zu Hause vernachlässigt. Meine Eltern gar nicht gesagt, ich wurde dann abgeholt. Das war so ganz komisch für die, weil ich damit nichts kommuniziert habe. Aber ich habe die auch nicht an mich rangelassen. Und es war dann so, dass wir dann mit dieser Person unterwegs waren. Da waren noch 2, 3 andere jüngere Skinheads unterwegs und ein paar ältere auch. Da hat man sich in unterschiedlichen Wohnungen getroffen und gesoffen. Und dann irgendwann hat man ja auch natürlich gesagt, man muss in Kneipen los und so weiter. Und wir waren dann mal in Neustadt in Holstein. Und da gab es sowas wie eine Kneipe, wo man wusste, da hängen Linke rum. Und das war so natürlich unser typischer Feind, auf den man dann auch irgendwie rauf wollte. Man hat ja die Konfrontation gesucht. Das ist ja das Primitive daran, auch das, worüber ich mich jetzt heutzutage, was ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Man hat ja den Streit gesucht. Also das ist ja nicht so, dass man immer zufällig aufeinander getroffen ist. Hat man bei den Bullen gesagt, ja, die haben auch provoziert, das war alles Zufall. Nein, wir haben ja schon den Stress gesucht. Und das ist heute noch genauso, dass viele einfach losgehen mit ihrem überfüllten Testosteron, Aggression, Aggressivität, Adrenalin und so weiter losgehen und Stress suchen. Und dann findet man oft Leute, die halt auch Stress machen. Und wenn man Stress sucht, findet man Stress. Das ist so, also gar nicht erst so losgehen, Leute. Und ich persönlich, wir waren dann da und wir haben uns in diese Kneipe reingesetzt. Und wir haben dann schon gesehen, so wir waren so 4, 5 Skinheads mit 2, 3 Scheitelträgern dabei. Es sind Leute, die dann keine Glatze haben, sondern halt nur einen Scheitel tragen. Und die saßen dann so mit in dieser Kneipe und alle haben uns dann so beobachtet und angeglotzt. Und es war so eine Pattsituation. So, ja, wer soll jetzt hier was machen? Ja, also ihr kommt hier in unser Revier, ihr kommt in unsere Kneipe. Okay, also ein Bier bestellt irgendwie und die wird dann schon so gesagt, so ja, ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist, dass ihr hier seid. Okay, Bier her. Ja, und dann ein Bier bekommen und so weiter und dann reicht es oft Kleinigkeiten, das verstehen viele nicht. Wenn man Streit suchen will, dann reicht es, dann kann man sagen, so einfach, du hast dein Haar von links nach rechts gekämmt, du hast deine Hose passt mir nicht, deine Turnschuhe, ich bin Adidas Trainer, du trägst Nike, keine Ahnung, scheiß drauf. Und da war irgendjemand, der hatte ein Cap auf vom FC St. Pauli und das war natürlich das Stichwort zu sagen, du scheiß Zecke, wurde dann gesagt. Und innerhalb von Sekunden ging ein Tumult los in dieser Kneipe, ja. Und dann muss man mitmachen in dieser Gruppe. Also es geht dann nicht so, dass 3 aufstürmen und 2 sagen, ja, nee, ich mache jetzt hier nicht mit, das Gewalt ist so nicht so mein Ding, sondern dann bist du raus aus der Gruppe. Dann bist du komplett außen vor, sondern wenn man in einer Gruppe losgeht, und das ist da verliert man seine Persönlichkeit, seine individuelle Entscheidung verliert man da. Wenn die Gruppe ärgert, dann muss man auch mitziehen, sonst weiß man, ist man am nächsten Tag raus. Und dann gab es Stress, Streit, verflogen Stühle und so weiter. Wir wurden dann aus der Kneipe rausgedrängt und vor der Kneipe haben sich dann mit 10, 12, 15 Mann versammelt. Und wir standen nur mit 4, 5 Mann gegenüber und wie das dann so ist, ja, fickt euch, wir kommen wieder und so weiter. Und sind dann in Neustadt geflüchtet, so muss man das sagen. Also wir sind dann geflüchtet vor der Übermacht und sind dann zum Auto gelaufen, gegangen. Das weiß ich nicht mehr dann so genau und saßen dann in diesem Auto. Ja, Alkoholpegel auch ganz schön hoch, ganzen Tag getrunken. Das war jetzt irgendwie Mitternacht und da saß man in diesem Auto. Und das hat mich jetzt mein Leben lang verfolgt, diese Situation. Und es war, wir saßen in diesem Auto und ich habe mich gewundert, warum er nicht losfährt. Und er sagte so, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Die lachen da alle in der Kneipe jetzt über uns. Die lachen, die wissen ganz genau, wer ich bin. Und die haben sich jetzt aus dieser Kneipe da rausgeschmissen. Und wir sind abgehauen und so weiter. Und jetzt lachen die über uns. Das kann ich hier nicht auf mir sitzen lassen machen. Wir müssen uns dafür gerade machen. Wir müssen da sofort zurück. Und wir müssen die angreifen. Das geht nicht. Und mir leuchtete das nicht so ganz ein. Und wir haben gesagt, naja, das sind viel mehr und so weiter. Macht das jetzt Sinn? Wir kriegen richtig einen auf den Arsch. Scheiß drauf, wir nehmen hinten. Ich habe noch einen Schlagring dabei, wir nehmen Schlagstöcker mit und wir laufen zu der Kneipe und gucken genau, wen wir davor finden und auf die prügeln wir ein, damit die wissen, mit uns kann man das nicht machen. Und
Mit einem mulmigen Gefühl, aber Nein sagen ging nicht, sind wir wieder zurück. Und vor der Kneipe standen 5, 6, 7 Leute. Die Situation war ja gerade erst eine halbe Stunde vergangen. Und ohne Vorwarnung ist er hin und hat mit dem Schlagring sofort zugeschlagen. Ich habe noch gesehen, wie wirklich das Gesicht gebrochen ist. Wir haben mit Schlagstücken zugeschlagen. Ratzfatz ging ein riesen Tumult los. Die Kneipe kam raus und wir sind sofort geflüchtet. Ja, also es war so Überfall, kommandomäßig. Und sind dann zum Auto gelaufen und sind geflüchtet. Und das Erschreckende, was ich damals davon mitgenommen habe, es fühlte sich nach Siegen an, es fühlte sich nach Gewinnen an. Wenn ich heute natürlich über diese Situation nachdenke, da kann man sich nur schämen und man fragt sich, was einen da geritten hat, einfach wildfremde Personen zu schlagen und sonst was. Und das ist nicht ganz einfach, das zu verdauen. Ich habe da auch lange nicht drüber nachgedacht, aber das war eine sehr reale Situation. Wir sind dann zu diesem Auto und das war so aufgepusht, dieses Adrenalin durch die... dass das durch den Körper fließt und wir haben es denen jetzt gezeigt und wir haben jetzt hier gewonnen und so weiter und das funktioniert noch heute genauso scheiße bei Street Gangs, bei anderen Gangs und so weiter oder bei Schlägern, das funktioniert noch genauso. Man denkt dann wirklich, man hat gewonnen, man hat es denen jetzt gezeigt und der Ruf ist da wichtiger, es ist scheißegal und das haben die doch verdient, die haben doch Streit gesucht. Nein, 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 wir haben Streit gesucht, wir sind in den Kneipe gegangen, aber damals haben wir das so gedacht, wir sind da am Rechnen, das ist das Schlimme. Wir sind dann in eine Wohnung gefahren und haben uns dann noch gegeneinander so, untereinander so aufgejubelt. Ja, was du gemacht hast, das war toll. Und du hast ja auch gerade gemacht. Das hat so ein ungemeines Gefühl des Zusammenschweißens. Und das ist auch so eine große Gefahr in diesen Gruppendynamiken. Ja, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Und das war so mein erstes Erlebnis. Und das war auch sowas für mich so. Ja, oh Gott, jetzt habe ich mich bewiesen. Ich war dabei. Ich war in der Kneipe einer, der ganz weit vorne, der dann zu diesem St. Pauli-Anhänger hingehen musste und den ersten Schlag machen musste und so weiter. Und das spricht sich natürlich rum, ja, wir waren bei der und der Aktion, waren dann in dieser Wohnung und 2 Stunden später ist die Polizei schon angerückt, auch bei ihm, und hat nach diesem Schlagring gesucht, er wurde dann nicht gefunden. Was aus der Anzeige geworden ist, das weiß ich nicht so richtig. Auch wir als junge Skinheads haben dann gesagt, so, ja, nee, ich sag hier nichts zu und so weiter, Personalien gegeben. Was da draus geworden ist, weiß ich, ich wurde nicht mal mehr vorgeladen zu dieser Sache. Oder ich bin nicht hingegangen, weil ich auch beschuldigt war, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das war auf jeden Fall für mich ein Erlebnis und es fühlte sich so an, meine Güte, jetzt bist du wirklich dabei, diese Aktion so. Und man hat so diese Schulterklopfer bekommen, ja, weil ich die nur aus dieser Richtung bekomme. Ich habe die nicht von zu Hause bekommen, ich habe sie nicht von Schule bekommen. Alles lief nicht so richtig, aber jetzt hatte ich so einen älteren Skinner-Kameraden, der zu mir gesagt hat, Philipp, das, was du gemacht hast, du bist so echt ein taffer Junge und bist ein starker Junge und jetzt gehörst du irgendwie so mit dazu. Und das hat mir viel bedeutet, ja, und das hat lange gedauert, bis ich das so auseinandergefriemelt habe, um zu sagen, ah, scheiß drauf, was da so passiert ist. Und das ist so, dass man denen so gefallen wollte und ich weiß gar nicht, zu was ich bereit gewesen wäre damals, um diesen Menschen zu gefallen, um kurz in diese Gruppe reinzukommen. Und das machen Menschen heute noch, um in Gruppen so reinzukommen. Das muss man bedenken und da muss man Ansätze finden, wie man vielleicht anderen Anerkennung kriegt, anstatt über solche Gewaltdelikte. Also das war so mein Einstieg, dass ich so in Lübeck in eine größere, in eine härtere Gruppe kam. Schreibt mir mal hier gerne in die Kommentare immer runter, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt oder wie ihr das so empfunden habt. Ich freue mich da immer über eure Rückmeldung. Es ist eine tolle Community. Ich freue mich, wir sind bald 10.000. Es ist eine sehr super, eine super saubere Community, mit der ich super gerne diskutiere. Ich danke euch von aus tiefstem Herzen. Das ist echt toll. Hier wird ab und zu mal Werbung eingeblendet. Also das dürft ihr nicht vergessen, also dass ich das hier als Werbung markiere. Das fürs furchtlose Herz, diese Sache finanziert, die Arbeit, die ich mit Jugendlichen mache und das im Internet, das kostet auch alles Geld. Also ich freue mich wie immer über eure Unterstützung, auch beim Live-Gehen und so weiter. Also genug des Dankes. Jetzt ist Wochenende und ich freue mich, wenn euch der dritte Teil gefallen hat. Lasst einen Daumen da und ich sende euch ein Ahoi von der Küste, Leute. Der King unter den Kongs.